Hi Leute, ich bin Siegfried Eichhorn und heute möchte ich meinen Skateboardmann aus der Garage holen. Es ist Frühling, die Sonne scheint, möchte einfach ein bisschen rumcruisen. Ich habe ein normales Skateboard und auch ein Elektroskateboard und werde mich dabei filmen. Falls ihr Longboarder seid oder auch Elektroskateboarder und habt vor, Videos online zu stellen, möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr eure Aufnahmen etwas hochwertiger und abwechslungsreicher gestalten könnt. Weil die meisten filmen sich einfach nur, indem sie eine GoPro in der Hand haben und halten die vors Gesicht. Und die Szenen sind einfach langweilig, wenn man 10 Minuten lang dieselbe Ansicht hat. So zeige ich euch jetzt einfach mal die Einstellungen, die ich verwende, wenn ich mich selber beim Skaten filme, um entsprechend viele Schnitts und Cuts eben beim Fahren setzen zu können. Schnitte im Video machen eigentlich nur Sinn, wenn ihr verschiedene Perspektiven wählt. Ich zeige euch, welche ich mache und auch welches Equipment ich dafür verwende. Wichtig, kann ich gleich sagen, ist eine GoPro, eine gute Kamera und etwas Duct Tape. Eine interessante Perspektive ist zum Beispiel die GoPro vorne an die Nose anzubringen. Ich habe das mit diesem Selfie-Stick gemacht, der bei meiner GoPro mit dabei war. Den habe ich einfach nur mit Duct Tape, mit diesem Panzertape um die Nose rumgewickelt. Und das sorgt schon mal für eine ganz spannende Frontansicht beim Fahren. Was vorne an der Nose funktioniert, funktioniert natürlich auch hinten. Mein Plan ist es, die Kamera mal hier hinten so zu befestigen. Alles, was ihr braucht, ist diesen Selfie-Stick, eine GoPro und ich habe mir ein bisschen Panzertape im Baumarkt geholt. Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber ich sage euch, es lohnt sich. So, schon fertig. Kamera hängt geil dran. Wenn ihr zum Beispiel einen Gorilla-Pod habt, den ich jetzt gerade hier verwende, führt doch ruhig mal die Kamera rund ums Board. Ja, geht mal ruhig nach unten. Wenn ihr Aufnahmen zum Beispiel beim Fahren von euren Schuhen auf dem Deck haben wollt, dann könnt ihr euch diesen Hammer Gürtelclip oder Rucksackclip einfach besorgen. Funktioniert aber auch ganz gut mit Randklippen an Skateboard. Ja, schauen wir mal die Aufnahme, wie sieht die aus? Diese Halteklammer ist super praktisch, die funktioniert beim Elektroskateboard oder auch beim Longboard gleichermaßen. Ihr baut die GoPro einfach nur drauf, schraubt die fest und sucht euch einfach eine geile Perspektive unter dem Skateboard. In der Nachbearbeitung könnt ihr ja das Bild immer noch drehen, weil jetzt steht die Kamera quasi auf dem Kopf. Mal schauen. Schleift die Kamera? No, läuft. Elektroskateboard schön und gut, aber am liebsten habe ich das da. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben und ein paar geile Perspektiven zeigen, die ihr für euer Skating adaptieren könnt. Postet gerne mal eure Links zu euren Longboard- oder Skateboard-Videos. Bin ganz gespannt, wie ihr die umsetzt. Bis bald. Bye, bye.